Das Osirion, ein monumentales antikes Bauwerk in Abydos, etwa 560 Kilometer südlich der großen Pyramide von Gizeh, ist nach wie vor Gegenstand tiefgreifender Geheimnisse und Debatten. Seine architektonische Raffinesse und seine einzigartigen Eigenschaften haben einige zu der Vermutung geführt, dass es das Produkt einer viel älteren, fortgeschrittenen antiken Zivilisation sein könnte, deren Technologie weit über das hinausgeht, was traditionell den Ägyptern der Pharaonenzeit zugeschrieben wird. Eines der ersten Rätsel, das das Osirion aufwirft, ist seine architektonische Gestaltung, die deutlich von der typischen Tempelstruktur des alten Ägypten abweicht. Im Gegensatz zu dem linearen, rechteckigen Grundriss, der den meisten ägyptischen Tempeln gemeinsam ist, weist das Osirion eine komplexe L-förmige Konfiguration auf. Diese Anomalie wirft Fragen über die Absichten hinter seinem Entwurf und der Konstruktion auf. Was die Sache noch komplizierter macht, ist die Beziehung des Osirion zum Tempel von Sethos I., da er offenbar älter als dieser war, was darauf hindeutet, dass er ein bedeutender Ort war, lange bevor Sethos I. beschloss, seinen Tempel neben ihm zu errichten. Die schiere Größe des Osirion ist atemberaubend. Massive rosafarbene Granitblöcke mit einem Gewicht von teilweise 100 Tonnen bilden den Kern dieses Bauwerks. Diese kolossalen Steine wurden in Assuan abgebaut, das unglaubliche 320 Kilometer entfernt liegt. Die logistischen Herausforderungen, die damit verbunden sind, diese riesigen Blöcke über solche Entfernungen zu transportieren, um sie dann an einem Wüstenort mehrere Kilometer vom Nil entfernt platziert zu werden, sind enorm. Der Transport und die Platzierung dieser riesigen Blöcke übertreffen die den alten Ägyptern zugeschriebenen Fähigkeiten. Dann stellt sich die Frage, wie wurden diese riesigen Steine bewegt und präzise platziert, ohne dass Hinweise auf moderne Maschinen bekannt waren? Die Architektur des Osirion schürt dieses Rätsel zusätzlich. Das Gelände verfügt über ein komplexes, doppelschichtiges Dachsystem und etwa ein Dutzend Kammern und weist ein Maß an architektonischer Raffinesse auf, das für eine mit primitiven Werkzeugen ausgestattete Zivilisation unerreichbar zu sein scheint. Diese Komplexität, insbesondere die ineinandergreifenden Keile und die Präzision beim Stapeln der massiven Blöcke, lassen auf ein Maß an Ingenieurswissen schließen, das normalerweise nicht mit dem alten Ägypten in Verbindung gebracht wird. Die Verwendung von Granit, einem Material, das weitaus schwieriger zu bearbeiten ist als der am häufigsten verwendete Kalkstein, weist auf eine technologische Leistungsfähigkeit hin, über die die alten Ägypter, soweit historische Aufzeichnungen es zeigen, nicht verfügten. Ein weiteres Geheimnis der Stätte besteht darin, dass es keinerlei ägyptische Hieroglyphen, Kunstwerke oder Artefakte gibt. Absolut nichts kann diese Stätte mit den alten Ägyptern in Verbindung bringen. Im Laufe der Geschichte wurden von den Ägyptern erbaute Tempel und Denkmäler regelmäßig renoviert und bei jeder Renovierung wurden zusätzliche Kunstwerke und Hieroglyphen zugefügt. Doch im Osirion sehen wir so etwas nicht. Darüber hinaus ist die unterirdische Anordnung des Osirion für die ägyptische Tempelarchitektur höchst ungewöhnlich. Es liegt 4,5 Meter unter der Erdoberfläche, eine Besonderheit, die sowohl einzigartig als auch rätselhaft ist. Einige Forscher vermuten, dass dies darauf zurückzuführen sein könnte, dass der Tempel viel älter ist als die umliegenden Bauwerke und möglicherweise älter ist als der Sand und die Erde, die sich über Jahrtausende angesammelt haben. Auf dem Kalksteingelände rund um das Gebiet wurden auch Wassererosionsmuster gefunden, die nach Ansicht einiger Forscher nur aufgetreten sein könnten, wenn das Bauwerk vor dem Ende der letzten Eiszeit errichtet wurde, einer Zeit, als das Klima in der Region viel feuchter war. Der vielleicht faszinierendste Aspekt des Osirion ist seine unterirdische Natur und das Vorhandensein von Wasser. Moderne seismische Technologie hat ergeben, dass sich das Bauwerk mindestens 15 Meter unter das aktuelle Bodenniveau erstreckt, was darauf hindeutet, dass es sich bei dem, was heute sichtbar ist, lediglich um den obersten Teil eines viel größeren Bauwerks handelt. Darüber hinaus deuteten seismische Tests auf das Vorhandensein von Hohlkammern in dieser Tiefe hin. Stellen Sie sich vor, was sich in diesen unterirdischen Kammern verbirgt.
Archäologen können diese Tiefen immer noch nicht erforschen, da das Wasser nicht abgepumpt werden kann, da es sich ständig neu füllt. Das Hydrauliksystem des Osirion zeichnet sich durch ein kompliziertes Netzwerk aus Kanälen, Becken und möglicherweise Schleusen aus, die dazu dienen, den Wasserfluss innerhalb dieses Komplexes zu steuern und zu manipulieren. Die Präzision bei der Gestaltung und Ausführung dieser Funktionen weist auf ein tiefes Verständnis der Prinzipien des Wasserbaus hin, einschließlich der Wasserströmungsdynamik und des Druckmanagements. Eine vergleichende Analyse mit der bekannten dynastischen ägyptischen Technologie zeigt deutliche Unterschiede in der Komplexität der Wassermanagementtechniken. Während die Ägypter den Nil durch einfache Bewässerungskanäle und Becken geschickt für die Landwirtschaft nutzten, ist die Komplexität und Präzision der Hydraulik des Osirion in anderen zeitgenössischen ägyptischen Werken beispiellos. Diese Diskrepanz wirft Fragen nach den Ursprüngen dieses fortgeschrittenen technischen Wissens auf und lässt darauf schließen, dass es sich um eine Zivilisation mit einem höheren Grad an technologischem Fortschritt handelt als bisher angenommen. James Westerman, ein Wissenschaftler, Historiker und Archäologe, hat mehrere Jahrzehnte der Erforschung der Geheimnisse des Osirion gewidmet. Um zu untersuchen, was sich unter der Wasseroberfläche verbirgt, beschloss Westerman, das Wasser mit einer leistungsstarken Pumpe abzupumpen, die 500 Gallonen Wasser pro Minute, also rund 1900 Liter, abpumpen kann. Erstaunlicherweise füllte sich der Wasserstand weiterhin mit einer Geschwindigkeit, die die Pumpkapazität überstieg. Die Quelle und der Mechanismus der Wasserentstehung blieben ein Rätsel. Mit den Worten von Westerman: Irgendwie tritt Wasser aus dem Inneren dieser Struktur aus. Das ist einzigartig. Es sollte kein Wasser aus der Wüste kommen, insbesondere kein Druckwasser. Da passiert etwas Seltsames. Im Jahr 2023 setzte Westermans Team fortschrittliche Technologie ein, die in der Lage war, Druck, Temperatur, Leitfähigkeit und chemische Eigenschaften des Wassers im Osirion zu überwachen. Und er verglich die Ergebnisse mit den umliegenden Brunnen in der Gegend. Vorläufige Ergebnisse zeigten, dass das Wasser im Osirion tatsächlich einzigartige Eigenschaften besitzt und im Vergleich zu den anderen lokalen Wasserquellen aus einer anderen Quelle oder anderem Weg stammt. In seinen Worten: Ich habe durch Forschung festgestellt, dass das Wasser, das in das Osirion fließt, sich vom Umgebungswasser an diesem Standort unterscheidet. Das Wasser des Osirion hat eine andere chemische Zusammensetzung und ein anderes isotropes Profil. Warum? Das Wasser steht unter Druck und fließt in das Osirion, obwohl es wie ein Geysir durch das Gestein nach oben gedrückt wird. Aber das Wasser erreicht das Osirion nicht durch das Gestein. Was treibt es an? Meine bisherigen Untersuchungen zeigen, dass das Wasser im Osirion einzigartig ist und nicht aus dem örtlichen Grundwasserleiter vom mehrere Kilometer entfernten Nil stammt. Weitere wissenschaftliche Untersuchungen werden mir helfen, herauszufinden, woher es kommt. Hydrologische Studien zeigten, dass das Wasser im Osirion trinkbar war. Und nachdem Westerman es gefiltert hatte, begann er, das Wasser zu trinken und stellte fest, dass es keinen vorherrschenden Geschmack habe. Er trank ständig aus dem gefilterten Wasser des Osirion. Und nach einiger Zeit geschah etwas Bemerkenswertes. Er erlebte eine unerwartete Verbesserung seines Sehvermögens. Und obwohl er seit seiner Kindheit kurzsichtig war, wurde nach einem Sehtest festgestellt, dass er keine Brille mehr brauchte. Seitdem trinkt Westerman dieses Wasser weiterhin und glaubt an seine heilenden Eigenschaften. Eine weitere Anomalie des Wassers war eine seltsame Temperaturschwankung, die nicht natürlich war. Es war, als würde etwas das Wasser unter dem Osirion erhitzen. Das Wasser rund um die Struktur wird bei 16,9 Grad Celsius gemessen, während das Wasser im Rohr bemerkenswerterweise 23,8 Grad Celsius misst. Dies stellt eine bemerkenswerte Abweichung dar, die im Widerspruch zum zweiten Hauptsatz der Thermodynamik zu stehen scheint, der besagt, dass Wärme nicht spontan von einem kühleren auf einen wärmeren Körper übertragen werden kann. Dies deutet darauf hin, dass eine unbekannte Kraft das Wasser im Rohr erwärmt, obwohl es von kühlerem Wasser umgeben ist. Niemand weiß, woher das Wasser kommt.
wie es mitten in der ägyptischen Wüste so schnell wieder aufgefüllt wird und wie groß der gesamte Komplex ist, der sich jetzt unter der Erde befindet.